zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Das ist gut. Das ist echt nice. Dankeschön. Okay, hier kann ich wieder Zeug kaufen. Oh ja. Unbedingt. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Ja, den Teil habe ich verstanden, aber eigentlich wollte ich... Oh, naja, egal. Das ist immer gut. Ich benutze es ja ganz gerne eigentlich. Ja. Ach so. Ja, dann lagert es erstmal in der Kingbank. Okay. Kann ich noch einkaufen? Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Ich weiß ja, was das ist. Aber ist okay. Ich weniger, aber einfach so ein prinzipielles Gesundheits... Also wir können auch mal hier ein bisschen was... Ja. Das ist schon relativ... Beides extrem wichtig. Und dann... Ja, komm, dann können wir auch das noch nehmen. Also das will ich eigentlich nicht erhöhen, weil ich will die eigentlich immer stunnen und für mich kämpfen lassen. Oh, das ist toll. Und hier haben wir... Das ist auch wichtig. Aber ich glaube, das ist mir... ist mir beides wichtig. Na gut, komm, mach das. Weil sonst... Ich bin einfach zu lange am Arsch. Ich will alles hier. Ja, nee, ist schon klar soweit. Da haben wir gar nichts mehr. Ja, das ist wieder super. Nichts und so gut wie nichts. Also, genau, ne? Wir bleiben schön dabei. So, also das mag ich immer noch ein bisschen. Damit kann ich gut umgehen. So, da, oh, voilà. Da soll ich dann, aber das ist nichts. Ist das heim? Na. Oh ja, Gott sei Dank. Hallo? Das ist mein Kind! Mein! Ist mir egal. Wow, wow, wow. Also das haut gleich schon mal ziemlich rein. Also ich meine, das mit der Waffe ist deutlich sinnvoller. War ich hier nicht vorhin? Ja, war ich. Lass die armen Fische in Ruhe. Ich will einfach weitergehen. Du brauchst aber trotzdem das. Jetzt mal. Ich glaube jetzt. Oh, jedes Mal, wenn ich irgendwie... Immer wenn ich einen Funken davon habe, so jetzt geht's. Überhaupt nicht.
Mann, ich will das andere haben. Ich will so eins. Aber offensichtlich ist da unten. Wie soll das gehen? Wie kannst du doch nirgendwo rum? Das ist doch unfair. Das ist doch... Ach, da hätte ich jetzt gleich hier oben was machen müssen. Na, toll. Also wir sollen was nehmen. Ich hasse das, ne? Wenn man überhaupt keine Chance kriegt. Ich fang an nicht. Ja, wir können hier gleich mal runter. Und dann matschen wir hier rüber und hier rüber und hier rüber und hier rüber. War halt auch einfach so zum Zufall manchmal. Das finde ich irgendwie auch eher gerne, gerne. Die Hütte kaufen unbedingt. Willkommen im Zirkus der Wert. Komm wieder, wenn du Geld hast, Kumpel. Danke. Super, super, geht ja schon wieder nicht, Mann. Ah, oh Gott, das stresst mich so dermaßen, das ist kaum auszuhalten. Oh, oh. Oh, oh. Zur Seite und zur Seite. Was ist das? Ah ja, ein Türöffner. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm den Kostprobe, Patrick. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Genau. Das ist schön auf meiner Seite. Warum ist denn der da und bist du Little Sister dazu? Ich glaube, das will ich nicht wissen. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gerne eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem
Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Schön, danke. Findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt? Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund, wenn es hier auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan hat Gott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Sieht so aus, als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will. Und dir den Bauch ausschlägt. Zwei Sekunden die Augen verdrehst, weil das einfach unglaublich schlecht ist. Aber ich gebe hier nicht mein Bestes. Liebling, wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Auf diesem Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er
Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Vision. Interessant. Ich bräuchte ich noch ein paar mehr davon. Ja, super. Vielen Dank für nichts. Toll, ey. Ja, das ist toll. Das ist einfach nur großartig. Ich gebe hier mein Bestes.